Aus der größten Irrenanstalt der Welt gackert es wieder besonders laut. Der Bundeskanzler meldet sich zu Wort, es ekelt ihn an. Haftstrafen werden gefordert, die Täter vorgeführt, an den Pranger gestellt, ihre Namen bekannt gemacht. Deutschland rotiert wieder, aber nur geistig wie so oft. Deutschland den Deutschen und der Rest ist bekannt, grölten 5 betrunkene Jugendliche auf der Partyinsel Sylt. Ein Schwerverbrechen, ein Hochverrat. Deutschland steht still. Minütlich gehen verurteilende Meldungen von der Staatsspitze und aus allen politischen Lagern. Sie drehen wieder mal am Rad, die lieben Deutschen. Denn als Marianne im Zug mit ihrem Freund Danny erstochen wurde, da meldete sich kein Kanzler zu Wort. Da rotierte das politische Establishment nicht. Das war jedem egal. Wenn in Neukölln wer abgestochen wird, man geht zur Tagesordnung über. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, Kollateralschaden des deutschen Facharbeitswunders. Ja, übrigens, Täter, die in Deutschland jeden Tag unzählige Einzelfälle an unschuldigen Bürgern verüben, dessen Gesicht wird verpixelt. Deren Namen wird nicht genannt, denn sie müssen ja resozialisiert werden, in die Gesellschaft eingegliedert werden. Diese Summe, da wir schaffen das Politik seit 9 Jahren, aber für die 5 Jugendlichen gilt das nicht. Die werden auf den Scheiterhaufen gestellt. Die werden regelrecht im Medienfeuer verbrannt. Die Tastaturhuren und Redaktionsprostituierten überschlagen sich. Ein gefundenes Fressen. Also wir lernen, in Deutschland ist es ab nun verboten, Deutschland den Deutschen zu singen, zu grölen. Es ist auch ein ziemlich dummer Spruch, zugegeben. Aber Palästina den Palästinensern, Juden raus, das ist in Deutschland erlaubt. Das wird in Deutschland sogar gefördert. Hallo Akbar! Ein Kalifat wird in Hamburg ausgerufen. Das ist eben egal. Da steht die Republik nicht still. Da meldet sich kein Kanzler zu Wort. Da halten sie sich vornehm zurück, die politischen Biedermänner und Brandstifter. By the way, ist es jemandem mittlerweile zu verdenken, dass er in Deutschland oder in Österreich sein Heimatrecht laut und deutlich artikuliert? In jenen Ländern, die seit 2015 Österreich an der 4. Stelle und Deutschland an der 1. Stelle die meisten der 7 Millionen illegalen Migranten nach Europa aufgenommen hat, ist es jemandem zu verdenken, dass er in seiner Not nur mehr laut und deutlich grölen kann, was sich übrigens mittlerweile eine Mehrheit von vernünftigen Menschen in Deutschland, in Europa denkt. Ja, der Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht. Und es ist ausgerechnet die Politik einer Frau Merkel, eines Herrn Olaf Scholz, einer Annalena Baerbock, der vermeintlich dümmsten Außenministerin der Welt. Es ist die Politik eines Herrn Habeck. Es ist die gezielte Unterwanderung einer gesamten Gesellschaft in Europa, die dazu führt, dass immer mehr Menschen, immer mehr vernünftige Menschen, immer mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sich daran nicht stören, wenn 5 betrunkene Jugendliche Deutschland den Deutschen singen. Das ist das Resultat der bösen Tat. Das ist das Resultat einer Zuwanderungspolitik, wo sich immer mehr Menschen fremd in ihrer Heimat fühlen. Das ist das Resultat des täglichen Einzelfalls. Das ist das Resultat der überproportional verübten Straftaten von bestimmten Gruppen, die in Deutschland nichts verloren hat. Über dieses Thema diskutiert keiner so leidenschaftlich wie über 5 betrunkene Jugendliche, deren Existenz man vernichtet, weil sie eine besondere, blamable Dummheit begangen haben. Aber so ist eben Deutschland. Heuchlerisch, opportunistisch, auf beiden Augen blind, dumm und
Zu Recht die größte Irrenanstalt der Welt.